Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS22 hier auf der Rehbach. Es geht weiter und ich habe mal eben das Problem mit dem Kalk gelöst, denn ich habe jetzt einfach mal kurz den Kalk verkauft und mir dann gleich 20.000 neu gekauft und in das andere Silo hier reingepackt. Fragt mich nicht, warum ich das Hühnersilo nicht benutzen kann. Also irgendwie kann ich da gar nichts drin lagern gefühlt. Und ja, naja. Wollen wir mal schauen, was der hier fabriziert. So. Weil, weiß ich nicht. Er steht jetzt hier rum und macht nichts. Der hat nämlich die Dinger hier durch die Gegend geschoben. Also. Das ist aber toll, dass es gerade so passt. Sehr filigran Gefühl hier. Kommt der erste Haber hier rein. Sehr schön. Gut. So, müsste voll sein, oder? Ja, ist voll. Sehr schön. 10.000 Liter sind drin. Die werden wir jetzt erstmal fett aufs Feld pressen. Können ja auch mal gucken, wie weit unsere Wurst schon gegärt ist. Also die Silage Wurst hier. Die ist tatsächlich fertig. Sehr schön. Mal hier. Ah, hier vorne noch nicht ganz. Also hier ist erst 97%, aber hier hinten ist schon durch. Sehr schön. Sehr schön. Dann können wir nämlich das auch anfangen, schon den Hühnern zu verfüttern. Das ist ja nicht schlecht. So. Da brauchen wir einmal jetzt GPS. So. Nee, warte mal. DRG. So. Dann STGS. Einmal auswählen. A-Richtung, A-Punkt setzen. So. Das reicht nicht. Nur noch ein Stückchen weiter rüber. Ein ganz kleines Müh müsste ich noch rüber. Ungefähr. Ich denke, das sollte reichen, oder? Nochmal A-Richtung, Punkt. Nein, komm, so, das geht schon. Und dann... Und so. Das ist natürlich die Frage der Fragen. Ob das noch funktioniert? Wahrscheinlich nicht, oder? Aber ich kann ja da einen ganz beliebten Trick machen. Und zwar... Feldfrucht festlegen. Frucht ist Gras. Und Wachstum ist... abgeerntet. Im Feld, wo wir aktuell stehen, das müsste Feld 16 sein, oder? Ja. Ist Feld 16. Gras abgeerntet, Düngermittel, bla bla bla. Und Düngermittel ist 100%. So. Jetzt ist abgeerntet. Können wir jetzt hier kalken. Wenn mich nicht alles täuscht. Wenn mich nicht alles täuscht, dürften wir das jetzt hier kalken können, oder? Ja, sehr schön. Wenn es nicht anders geht, muss man es halt so machen, mein Gott. Im Endeffekt schade ich mir ja damit nicht, weil im Endeffekt setze ich ja den Zustand von dem Feld einfach nur wieder zurück. Also im Endeffekt schade ich mir damit sogar noch, weil ich dem Gras ja den vorhandenen Wachstumsstatus schon weggenommen habe. Aber das Problem ist halt, du hast halt bei Gras so wenig Zeit, um da irgendwas zu machen. Also du hast so wenig Zeit, weil du musst es ernten, dann musst du es verarbeiten, das ganze Zeug, was dabei rumkommt. Und dann kannst du erst sagen, weiß ich nicht, ich muss jetzt kalken oder so, oder ich muss das pflügen oder was weiß ich. Das ist halt das große Problem bei der Geschichte mit dem Kalk halt. Bei dem Gras so. Größe? Kann ich denn? Ich glaube, das kann ich nur, wenn es aus ist, die Arbeitsbreite einstellen. Aber ist jetzt ja auch nicht so schlimm. Genau. Das andere Feld werden wir mal
auch noch machen. Sollte aber auch noch durchgehen, hoffe ich. Dass ich die Seite hier noch machen kann. Selbes Problem haben wir ja hier. Hier muss ich auch A-Richtung und dann so. Hier rüber müsste ich. Also ein ganz kleines Mühe rüber. So, STGS, so. Und ja, gut, das passt. Jetzt muss ich aber hier dasselbe machen. Und zwar festlegen, fällt alles. Ne, warte mal, jetzt ist, ich weiß nicht, was das hier für ein Feld sein soll. 37. Haben wir ein Feld 37? Ne, nicht. Nö. Geht das mit Feld 37? Feld. Naja, ne, warte mal. Farmland 37. So. Ach ne, warte mal. Feld 37, Feldfrucht festlegen. Problem ist jetzt halt, hier geht das nicht. Das ist das Problem, weil das nicht als Feld gesehen wird. Geht das leider nicht. Und ich glaube, dann kann ich es jetzt auch nicht kalken. Ja. Ja gut, dann ist es jetzt so. Dann kann ich es leider nicht ändern. Es ist halt doof, wenn die Entwickler die Felder nicht nummerieren. Und dann eben nur das halt als Wiese darstellen und dann ist es so. Das ist immer ein bisschen doof, aber na gut. Was ich mich halt noch ein bisschen wunder, ist, warum hier noch kein Dings ist. Warum ich bisher noch nie Unkraut machen musste, das verstehe ich noch nicht so ganz. Ah ja, gut. Jetzt auch nicht so schlimm. Oh, hier rein. Warum? Wobei, ich weiß gar nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit hier oben ist. Ne, da ist ja gekalkt. Da muss jetzt gewalzt werden, das Ganze. Ja gut, dann müssen wir gucken, dass wir das mit der Walze hochfahren und dann... das mit der Walze machen. Mit dem könnt ihr auch mal noch wieder die alten Reifen geben. Dann schicken wir den mit der Walze hoch. Weil der 7810 reicht völlig aus dafür, mit der Walze da hochzufahren. Da braucht man da ja auch nicht an Leistung, deswegen geht das völlig in Ordnung. So. Einmal so. So. Konfigurieren. Breitreifen, Standard. Standard. So, konfigurieren. Müssen wir einmal wieder alles anhängen an den Kollegen. So. So. So, ne, warte, den müssen wir noch an. Warte mal, dann geht das doch aber hier hinten auch hoch, oder? Ne, leider nicht. Leider hier nicht. Hoch. Und hoch. Hallo, wieso klappt das denn nicht aus? Ich wollte doch nur, dass du es hochklappst. So. Gut. Da habe ich auch so viel Zeug, was wir verkaufen können. Digga, was ist denn mit dem Drescher los? Wirklich, kann der nicht mal vernünftig an diese Anhänger ranfahren? Das ist ja wirklich eine Krankheit. So, Ziel setzen. Einmal bitte hier hoch. Ja, bist du so inkompetent oder was? Jedes Mal muss ich hier die Anhänger vorziehen, nur weil der zu doof ist, mal auszufahren. Mein Auto macht das hier. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Jedes Mal fährt der hier in die Dinger rein. Ich glaube, es hackt irgendwas. So, mach mal voll hier den Max. Dann kann ja der eigentlich wieder zum Hof zurück, oder? Oder täusche ich mich? Ne, warte mal, der kann auf die
Auf die 1, oder? Ah ne, die 1 haben wir ja gemacht. Oder? Nö. Die 1 muss er noch ansehen. Ja, die 1 kann er ansehen. Das heißt, wir fahren jetzt mit dem hier auf die 1. Und suchen uns mal eine Feldfrucht aus. Aber vorher müssen wir hier noch ein bisschen die Ecken abfahren. Also nochmal auf Weizen umstellen. Und dann hier nochmal die Ecken abfahren. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen, hier die Ecken so zu machen. Man merkt aber auf jeden Fall, dass sie sehr, 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 sehr drückt. Also das ist, also ich glaube, das ist auch gar nicht so geil, dass die so doll schiebt von hinten. Aber es liegt halt auch daran, dass mein Traktor jetzt auch nicht der größte ist. Also mein Traktor ist schon ein etwas kleinerer, so ein Ding her. Aber ich würde den Rest lassen wir so. Den Rest lassen wir so. Gut ist. So, dann einmal so. Und dann fahren wir jetzt auf Feld 1. Dann können wir dort. Komm, wir machen mal was anderes. Wir machen mal Sorghumhirse drauf. So. Und bevor ich jetzt hier wegfahre, können wir den gleich nehmen und die Walze anschmeißen. Hier sieht man auf jeden Fall, wo er nichts gemacht hat, also wo er nicht angesät hat. Aber das ist jetzt nicht so schlimm, mein Gott. Kann ja mal passieren. So, zieht die Feldarbeit. Da würde ich sagen, wir machen so 4 Vorgewände mit der. Sollte okay sein. Und dann kann der hier auf den ersten Wegpunkt starten. Wie lange braucht er dafür? Zeig mal her. Muss erst anfangen. 34 Minuten, naja, ist ja okay. Ist ja okay, habe ich nichts dagegen einzuwenden. So. Gib Gas, du musst auf Feld 1. Mit Sorghumhirse. Da machen wir einfach Sorghumhirse mal drauf. Einfach um die Abwechslung mitzunehmen. Genau. So. Hier würde ich rechts rumfahren. Dann haben wir hier unsere Wiese. Fahren wir hier lang. Oder ne, warte mal, das ist nicht unsere Wiese. So, einmal ausklappen, den Lachs. So. Gut. Job erstellen. CP Feldarbeit. Yes. Scharf. Und ich hätte ganz gerne 2 Vorgewände. Ich denke, 2 sollten reichen, oder? Weiß nicht, ob mit den Bäumen das so geil ist. Deswegen machen wir noch. Machen wir 3 Vorgewände. Gut. Erster Wegpunkt und starten. Mit Sorghumhirse, wenn dann Probleme sind, müssen wir halt gucken. Also ich weiß nicht, was die macht, aber die schiebt auf jeden Fall ordentlich. Also wahrscheinlich ist das eher so ein Gerät für den hier. Nee, nicht für den, für den großen John Deere, für den hier. Muss ich aber mal gucken, ob wir jetzt hier die Wurst schon aufmachen können oder nicht. 99%, dann lass mal ein bisschen laufen hier, schnell. Komm schon. Ja, so. Sehr schön. Dann haben wir hier unsere ersten Ballen. Mit. Oder unsere ersten Silageballen. Aber dafür, dass die letzte Folge so lang war, hoffe ich, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Haut rein. Tschüss. Und ciao.